Was geht, WWE-Universum, und herzlich willkommen bei einem neuen Video hier auf Paraflow. Aktuell läuft bei der WWE ja nicht gerade alles optimal und die Fans sind immer wieder verärgert. Hashtags wie Cancel the Network trenden ständig wieder in die Twitter-Charts und deswegen gibt es heute mal meine persönlichen Top 10 von meinen Vorschlägen, wie man das WWE-Produkt besser machen könnte. Platz 10, Raw kürzen. Als Raw zum ersten Mal 3 Stunden ging, war das wirklich eine tolle Sache. Mittlerweile ist es aber irgendwie eine Qual, wenn nicht sogar eine Zumutung, die kompletten 3 Stunden zu schauen. Raw wirkt im Moment irgendwie gestreckt und es wird versucht, die 3 Stunden auf Brechen und Biegen zu füllen. Das ist auf jeden Fall meine Meinung dazu. In den letzten Monaten fiel zudem die Zuschauerzahl in der letzten Stunde immer mehr, weshalb die WWE mal überlegen sollte, mehr auf Qualität statt auf Quantität zu setzen. Platz 9, größeren Fokus auf die Diven. Wie immer macht es hier eigentlich NXT richtig. Bei NXT TakeOver Respect zeigten Bayley und Sasha Banks, dass die Damen in der WWE mehr auf den Kasten haben, als nur schön auszuschauen. Aber irgendwie reizten mich Demon-Matches im Main-Roster null. Ich wünsche mir, dass bei Raw und SmackDown ein größerer Fokus auf die Diven-Abteilung gesetzt wird und dass den Demon mehr zugetraut wird. Gerade weil wir so viele Talente von NXT jetzt auch in den Main-Shows haben. Bringt uns Fäden à la Trish Stratus gegen Lita zurück. Das waren richtig gute Demon-Fäden. Platz 8, Vorhersehbarkeit verringern. Bei WrestleMania 32 wird es das Match Triple H gegen Roman Reigns um die WWE World Heavyweight Championship geben. Wer das nicht seit dem Sieg von Triple H beim Royal Rumble wusste, dem ist auch nicht mehr zu helfen. Selbst das Ergebnis des Triple Threat Matches bei Fastlane zwischen Ambrose, Reigns und Lesnar stand seit der Bekanntgabe des Matches eigentlich schon fest. Wenn jetzt Reigns bei WrestleMania gewinnt, schreiben wir wieder ein neues Kapitel im Buch der Vorhersehbarkeit der WWE. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Diese Vorhersehbarkeit macht das Ganze irgendwie langweilig, weil man im Grunde genommen schon weiß, was die nächsten Monate passieren wird. Die WWE Kreativenabteilung sollte mehr auf das Unvorhersehbare setzen, wie es unter anderem beim Sieg von Lesnar gegen den Undertaker bei WrestleMania 30 geschah, auch wenn solche Entscheidungen mehr als kontrovers sind. Kleines Beispiel, wie man die Road zum WrestleMania Main Event noch schreiben hätte können. Die letzten zwei Teilnehmer im Rumble Match sind Kevin Owens und AJ Styles. Owens wirft AJ Styles aus dem Rumble und wird neuer WWE World Heavyweight Champion. Styles lässt das nicht auf sich sitzen und fordert ein Titelmatch. Da aber Reigns immer noch das Anrecht auf ein Rückmatch hat, gibt es bei Fastlane das Match Reigns gegen Styles. Der Sieger bekommt das Titelmatch gegen Owens bei WrestleMania. Styles gewinnt durch das Eingreifen von Triple H und bekommt sein WrestleMania-Match gegen Owens. So hätte man das Match Owens gegen Styles um die WWE World Heavyweight Championship und zudem auch das Match Triple H gegen Reigns. Jeder wäre einigermaßen zufrieden und diesen Shitstorm wegen der aktuellen Storyline gäbe es in dieser Form nicht. Platz 7, öfters Offscript gehen. Das Problem aktuell bei Promos ist, dass diese zu 100% gescriptet sind und das merkt man leider auch sehr stark. In der Attitude Era hatten die Superstars bei Promos einfach mehr Freiheiten, was im Endeffekt als Resultat hatte, dass die Fans einfach bessere Promos bekamen. Die WWE muss ihren Superstars einfach mal wieder vertrauen, dann wirken diese Promos auch um einiges natürlicher. Platz 6, Geheimnisse besser hüten. Kennt ihr das? Ihr lest auf einschlägig bekannten Wrestling-Seiten, dass die und die Person zu diesem Event returnt oder debütiert und genau das passiert dann auch. Letzter Fall, bei dem es mir so ging, war das WWE-Debüt von AJ Styles. Im Vorfeld gab es schon Gerüchte, die auch von AJ selber angefeuert wurden, dass Styles in Kürze sein WWE-Debüt feiern wird. Klar war sein Auftritt ein OMG-Moment für alle WWE-Fans, aber stellt euch mal vor, kein Mensch hätte damit gerechnet. Allein beim Gedanken daran bekomme ich Gänsehaut. Deshalb mein Tipp an die WWE. Achtet mehr darauf, dass solche Sachen wirklich top secret bleiben. Das hat doch beim Return von Shane McMahon auch geklappt. Und die Fans standen allesamt Kopf. Platz 5. Ausrichtung zurück auf TV-14. Das aktuelle WWE-Logo zeigt eigentlich ganz gut, was mich bei TVPG stört. Es ist glatt und steril, was beides für die Familienausrichtung der WWE steht. Ohne Stimmpforte, ohne übermäßige Gewalt, ohne richtiges Blut etc. Das alte Logo dagegen zeigt, wie es davor war. Rau, mit Ecken und Kanten und irgendwie alles andere als steril. Ich möchte mit ja gar nicht aussagen, dass ich die teils absurden und teils geschmackslosen Aktionen aus der Attitude-Ära wieder möchte, aber die WWE sollte sich mehr in die Richtung der Ruthless Aggression-Ära bewegen. In dieser Zeit fand ich den Mix aus Unterhaltung, Gewalt und Comedy genau richtig. Zudem ist es bei TV-14 auch möglich, Fäden, die sehr verbissen dargestellt werden sollen, auch glaubhaft umzusetzen.
Als Beispiel nenne ich euch mal das Last Man Standing Match zwischen Triple H und Ric Flair von der Survivor Series 2005. So wie das ganze Match ablief, welche Aktionen von beiden gebracht wurden, konnte man eigentlich super sehen, wie verbissen diese Feindschaft der beiden ehemaligen Freunde geworden ist. Ich möchte damit aber auch nicht sagen, dass es mit TVPG nicht möglich ist, ich sage nur Owens Zayn Fehde, aber durch TV14 erweitern sich die Möglichkeiten um einiges. Platz 4, bessere Storylines. Aktuell frage ich mich bei manchen Fäden einfach nur, was zum Teufel haben die Writer geraucht? Logikfehler wie bei der Reunion von der Wyatt Family und die Heel-Face-Turn-Schleife von der Big Show. Dies sind nur zwei Punkte, die mich bei den aktuellen Storylines stören. Die Writers sollten einfach mal darauf achten, solche Sachen mit einem passenden Übergang zu versehen und es nicht einfach fortzusetzen mit der Begründung, so ist das halt jetzt so. Es ist zwar besser geworden in letzter Zeit, aber trotzdem ist noch viel Platz nach oben. Platz 3, Roster-Split wieder einführen. Wir schreiben das Jahr 2005. Ich schaue meine ersten WWE-Matches und der Roster-Split ist allgegenwärtig. Ich habe diesen Roster-Split geliebt und finde es schade, dass Raw und SmackDown Superstars zu einem WWE-Brei wurden. Ihr fragt euch, was an diesem Roster-Split so genial ist? Ich gebe euch mal ein Beispiel. Bei WrestleMania 21 gewann John Cena die WWE-Championship von JBL und draftete danach zu Raw. Jetzt stand SmackDown ohne Champion da und der damalige General Manager Theodore Long rief ein Turnier aus, um den neuen SmackDown Champion zu küren. Dieses Turnier gewann JBL, aber als er die Championship erhalten sollte, gab Long bekannt, dass es in allerletzter Minute der aktuelle World Heavyweight Champion Batista noch zu SmackDown gedraftet wurde und es somit einen neuen World Champion bei SmackDown gibt. Die Halle stand Kopf, als Batista in die Halle bei SmackDown kam. Ich glaube, ihr seht, was ich meine. Allein dadurch, dass zwischen Raw und SmackDown wieder ein Konkurrenzkampf entsteht, kann man solche tollen Momente bei einem Draft von Superstars kreieren. Raw Superstars können SmackDown infiltrieren und umgekehrt. Superstars der Show verbünden sich beim Royal Rumble, sodass die eigene Show wieder die Oberhand hat. Es gibt viele Sachen, die man mit einem Roster-Split wieder anstellen könnte. Dieser Roster-Split bietet so viel Potenzial, tolle Storylines, die die Konkurrenz beider Shows zeigen, zu schreiben. Ein weiterer Vorteil eines Roster-Splits, der eigentlich den ersten bewegt, ist die Vielfalt an Wrestlern, die wir sehen. Dass es dann zwei Shows gibt, braucht man natürlich für jede Show große Namen. So schafft man die Möglichkeit bzw. das Muss, Mid-Carder zu pushen, sodass man auch gerade für SmackDown weiterhin große Namen hat. So haben wir durch diese beiden Shows einfach eine größere Vielfalt an verschiedenen Superstars, die bei der momentanen Situation einfach untergehen und wenig bis gar keine TV-Time bekommen. Aber wenn wir schon bei ungenutzten Talenten sind, kommen wir jetzt mal zu Platz 2. Platz 2, Talente nutzen. Im Main Roster der WWE gibt es leider viele Talente, die nicht wirklich genutzt werden und irgendwie vor sich dahin wresteln. Dass manche dämliche Gimmicks aufgedruckt bekommen, ist dazu noch eine andere Sache. Mit diesen nicht richtig genutzten Talenten könnte man so tolle Storys schreiben und somit eine neue Generation Top-WWE-Superstars schaffen. Schlimm ist es ja aktuell bei Talenten, die aus NXT kommen. In NXT hatten sie großartige Fäden und Matches und im Main Roster gehen sie total unter, da diese einfach nicht richtig genutzt werden. Kandidaten, die auf dieser Liste stehen, sind unter anderem Bo Dallas, Tyler Breeze, Neville, aber auch ein Cesaro, Damien Sandow und Dolph Ziggler stehen auf dieser Liste. Wenn die WWE diese Talente richtig nutzen würde, wäre die aktuelle Verletzungswelle kein Problem für die WWE. Platz 1. Der Ruhestand von Vince McMahon. CM Punk hat es eigentlich schon in seiner Pipebomb ganz gut auf den Punkt gebracht. Die WWE wird nach dem Ableben von Vince McMahon besser sein. Na gut, bis zum Tod von Vince will ich jetzt allerdings nicht gehen, aber die WWE wird ohne sein Einmischen eine bessere Company sein. Es wird einfach Zeit, dass Vince den Anzug an den Nagel hängt und das Business seiner Tochter, Sohn oder Schwiegersohn zu überlassen. Das Problem ist einfach, dass er an alten Werten festhält und versucht wieder gewisse Sachen, die schon einmal vor 10 Jahren geklappt haben. Ich möchte ja keine Namen nennen. Roman Reigns. Zudem suspendiert er immer mal wieder Leute ohne wirklichen Grund. Irgendwie sieht Vince es nicht ein, dass er durch sein Tun das Produkt den Bach runtergehen lässt. Dass gerade Triple H weiß, wie es funktioniert, zeigt er ja mit NXT. Und wenn er es Hunter nicht zutraut, dann vielleicht Shane O'Mac? Das war nun mein Video, wie man die WWE besser machen könnte. Wie fandet ihr meine Vorschläge? Schreibt eure Meinung in die Kommentare und wenn ihr eigene Vorschläge habt, auch mit da rein. Hier geht es nun zu der Playlist von der WWE Live Tours Magdeburg. Zudem kommt ihr hier zum Video, wie die WWE das Verletzungsrisiko senken könnte. Folgt mir auch auf den Social Media Plattformen Instagram, Twitter, Facebook, Links natürlich alle in der Beschreibung. Dann wünsche ich noch einen schönen Abend, Tag, Nacht, wann ihr dieses Video schaut und ciao!